Herzlich willkommen bei den Fotokollegen, bei der Bildbesprechung heute mit einer Einsendung von Peter Spottka. Vielen Dank. Wir mussten mehrmals hinschauen und müssen es immer noch, weil es gibt irgendwie ganz viel zu entdecken in diesem Foto, obwohl eigentlich gar nicht viel zu sehen ist. Ja, es macht absolut Spaß, auf die Entdeckung zu gehen, ne? Genau. Auf die Reise. Genau, es gibt verschiedene Ebenen und was auffällt, ganz offensichtlich ein Kleid ohne Besitzerin. Und dabei fühle ich mich an die Werke der Künstlerin Mutsumi Aoki erinnert, deren Werke ich mal fotografiert habe. Die macht ganz interessante Kleider. Die macht Kleider aus Papier und wenn sie dann fertig ist mit ihrer Arbeit, dann sehen diese Kleider so aus, als würden sie von unsichtbaren Menschen getragen. Und ich finde das total spannend und daran fühle ich mich hier erinnert, wobei hier natürlich anders als bei diesen Papierkleidern natürlich noch die Elemente der Dynamik reinfließen. Genau, hier. Genau. Ich meine auch hier oben eine Hand zu erkennen, aber es kann auch einfach Stoffbahn sein. Bin mir nicht sicher. Also ich bin mir auch unsicher. Da fliegt irgendwas, da verdreht sich der Stoff. Es muss also auf jeden Fall eine sehr dynamische Aufnahme gewesen sein. Mhm. Wir können es nur vermuten, ob es irgendwie mit Blitzlicht zu tun hat. Wir wissen, die Technik kennen wir nicht genau. Vielleicht sind es auch mehrere Bilder übereinander. Vielleicht ist es eine Langzeitbelichtung mit nochmal reingeblitzt. Kann natürlich auch sein, aber dann ist ja die Frage, wo ist die Person? War die schwarz gemalt, damit man sie auf gar keinen Fall sieht? Also ich würde schon sagen, dass man hier eins, zwei, vielleicht dreimal reingeblitzt hat. Also ich sehe hier diese Kante, sehe ich doppelt scharf. Aber du siehst kein Gesicht, du siehst keine Arme, keine Beine, Füße, gar nichts. Als ob das Kleid von niemandem getragen wird und sich trotzdem bewegt. Ich finde das großartig. Es wirkt so ein bisschen, als hätte man mit so einer Fluoreszenzfarbe irgendwie auf eine schwarze Pappe gemalt und strahlt das dann mit UV-Licht an. Also über die Technik wüsste ich gerne noch mehr. Wenn du magst, kannst du es ja in die Kommentare schreiben, wenn du es preisgeben magst. Ansonsten, wenn nicht, schreib es nur uns. Ansonsten vom Aufbau her haben wir hier, ich zeichne das mal ein. Nimm am besten weißen Stift, der schwarze könnte untergehen. Haben wir im Grunde genommen drei Hauptbereiche. Das ist einmal hier oben dieser Bereich mit diesem fliegenden Stoff. Dann haben wir das hier unten auch nochmal, da fliegt auch irgendwas. Und dann aber praktisch statisch hier dieser Bereich, dieses Kleid, was scheinbar irgendwie steht. Sieht so ein bisschen aus wie Essiggurken jetzt, also großartig, genau. Thomas. Ich schließe das hier noch, ich mache das hier noch mal gepunktet. Das sieht noch mehr aus wie eine Essiggurke. Gut, dass wir nur den Knopf drücken. Also. Ja, ganz genau. Also diese Dreiteilung, die finde ich irgendwie total interessant. Du hast es ja auch golden schnittig ausgelegt. Ne, es ist asymmetrisch in jeder Hinsicht. Man kann das Bild drehen und wenden, wie man will. Es gibt keine Symmetrie. Und ich finde das spannend. Möglicherweise hätte man hier im Stoff noch so ein bisschen mehr die Strukturen hochholen können. Wir gehen natürlich jetzt erstmal davon aus, dass du das so gewollt hast. Aber ich finde, die Strukturen interessieren mich gar nicht. Es geht ja nicht um den Stoff, es geht ja um das, was der Stoff macht. Ich schnalle es ja hier schon, dass es Stoff ist, dann brauche ich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier eine Autobahnrandbeplankung ist. Also das ist auch aber Stoff. Hier ist ja noch ein bisschen was drin. Ne? Also ja. Vielleicht kann man es noch ein bisschen rausholen. Aber also ich würde es lassen. Ja. Und wir überraschen dich auch heute. Heute gibt es keinen neuen Schnitt. Wir lassen das. Das ist ja quadratisch. Genau. Also nur ein Hochformat draus zu machen, macht überhaupt keinen Sinn. Auch aber sonst. Jetzt ist die Frage, wenn man es dreht, gewinnt oder verliert es dadurch? Nimm noch mal das, was du noch nicht mit Essiggurken besudelt hast. Ungefähr hier ist die Mitte. Nehmen das mal zur Seite. Ich mache auch mal etwas ganz. So kriegt man kurzzeitig die Linien gerade. Sieht eher aus wie so ein Schuh. Nee. Ich glaube, die Orientierung ist halt durch das. Dadurch, dass man sofort erkennt, dass es ein Kleid. Ja, da war wohl noch weiße Farbe von dir. Das ist ein tolles Bild. Kleid ist schon klar. Ich finde das auch großartig, muss ich sagen. Und ich könnte mir vorstellen, aus der Serie noch deutlich mehr zu sehen. Und
wenn du mal eine Ausstellung machst über dieses Thema, was wir dir raten, ja, dann musst du mit uns rechnen. Also das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich finde das auch toll. Ja, wir finden schon raus, wo du es machst. Genau. Von daher sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute für dich und gut. Wir sind gespannt, was dabei rumkommt. Tschüss.